Wunderschönen guten Abend, Hallöchen Mokuto, Hallöchen Soldati, Hallöchen René, Hallöchen Totenspieler, wie geht's euch? Danke fürs Einchecken, danke fürs Reinschauen. Ich sehe ein süßes kleines Kätzchen, ja wen denn? Hm? Wen siehst du denn, Soldati? Hm? Wen siehst du? Hm? Wer ist das süße kleine Kätzchen? Etwa da unten? Jemand? Mich? Oh, danke schön, dann sehe ich auch ein süßes Kätzchen. Ich sehe auch ganz viele süße Kätzchen, und zwar da unten, guck mal da. Da ist Soldat, ein ganz süßes Kätzchen. Da ist noch ein süßes Kätzchen. Da ist auch ein süßes Kätzchen. Da ist... Ich kann es gleich lesen. Ich kann es gleich lesen. Da, da ist Mokuto. Oh. Da ist Mokuto, ein süßes Kätzchen. Da ist... Ich kann es nicht lesen. Also bei mir auf dem Bildschirm ist es halt so klein, deswegen. Ja. Aber da unten sind auch süße Kätzchen. Dankeschön. Miau, miau. Danke für die Adpads Mokuto und danke für die Adpads Totenspieler. Wie geht's euch? Was habt ihr heute gemacht? Wie war euer Tag? Soldat, mein Süßi. Ja, ihr seid alle Süßis. Wie geht's euch? Erzählt mal. Was habt ihr heute Schönes gemacht? Also ich war heute beim Arzt. Musste über eine Stunde fahren mit dem Zug. Ne? Allergientest machen. Pricktest, habe ich jetzt keine Allergien. Das heißt aber nichts. Aber ich denke mal, da mache ich keine Tests mehr. Ich gehe mal davon aus, dass es dann, dass ich dann, keine Ahnung, warum ich da manchmal verschleimt bin. Keine Ahnung. Du bist gerade aufgewacht, dann guten Morgen, René. Na, wie hast du geschlafen? Oh, da ist ein Schnuller, danke schön. Den Schnuller stecken wir mal da unten hin. Nein, Spaß, lieber nicht. du bist auch ein süßes Babykätzchen. Nam, nam, nam. Also. Jetzt ist mein Schnuller wieder schräg. Na super. Egal. Lassen wir jetzt so. danke fürs Teichstreichen, Soldati. Nja. Oh. Ja. Strecken, dankeschön. Heute werden wir ein paar Parks nochmal bauen. Ne? Kannst du mal meine Hand verschieben? Du Cutie. Vielleicht später, ja. Also, wir werden heute ein paar Parks bauen. Und dort werden wir jetzt Parks bauen. Während wir Parks bauen, bauen wir Parks. Ne? Ich mache das Spiel mal an und hoffe, dass es dann nicht abstürzt. Wieso bekomme ich denn von Reden jetzt direkt wieder Kratzen im Hals? Eieiei, Moment. Ja. Danke fürs Trinken. So. Jetzt mache ich Rollercoaster an und hoffe, dass alles funktioniert und nicht abschmiert, ne? Das wäre nett. Du bist so süß und schuldig, du kommst auf meinen Schoß. Ja. Ich bin schuldig? Was habe ich denn getan, René? Hm. Was habe ich denn getan, Süßilein? Dass ich schuldig bin? Erzähl mal. Genau. Ich wollte eigentlich noch 2 Stunden schlafen, aber konnte ich nicht. Ich bin immer genervt von der Thematik. Aber ist egal. Wir werden jetzt in Ruhe zusammen zocken. Oh, ist da jemand horny? Soldati? Hm. Oh, da geht's. Warte, vielleicht geht's an. Vielleicht geht's an. Nein, ja. Jawohl. Also Anbach ist kein Problem. Ich bin horny. Warum das denn? Hm? Warum bin ich denn horny? Sag mal. Hallo Alpha, wie geht's dir? Welche Datei war das nochmal? Die Island. Katie Dreamland? Habe ich hier einen Speicherpunkt, aber ich glaube, das ist der alte Speicherpunkt. Nochmal Spiel laden. Dann habe ich den noch hier. Genau, das ist der neue, genau. Dann machen wir den ein bisschen weiter. Und wie geht's dir, Alfie? Alles gut, hm? Ich hoffe, dass dein Tag heute gut war und alles gut läuft. Ne?
sieht alles gut aus, alle fahren, es läuft alles. Der Park ist gut. Mir geht's gut, hoffe dir euch ein. Geht's euch gut? Ja, mir geht's auch. Mir geht's gut, danke der Nachfrage und ja. Ja, mir geht's gut. Dann, dann. So, was machen wir jetzt hier? Diese Achterbahn ist mir noch sehr cool. Miau. Achterbahn 1 ist defekt. Oh nein. Da müsste sie ja reparieren. Aber ganz, ganz dringend. Hi, Matscha. Danke fürs Einchecken. Wie geht's dir? Hi, Angie. Danke fürs Einchecken. Wie geht's dir? Na, du? Na, Matscha und Angie, wie geht's euch beiden? Aloha? Na? Ohana heißt Familie. So. Die Frage ist jetzt, was mache ich? Genau, wir haben gerade Finanzierung noch alles drin. Ich glaube, ich habe schon alles gebaut, was zu bauen gibt. Ja. So ziemlich alles gebaut, was es zum Bauen gibt. Da müssen wir jetzt warten, bis andere Sachen kommen. Wir machen, glaube ich, mal Werbung. Werbung ist immer gut. Ganz okay. Angie, was ist denn los? Müde geht's mir. Mir geht's auch ein bisschen müde. Aber ich wollte eigentlich mal 2 Stunden schlafen. Ich hatte nur 5 Stunden Schlaf gehabt. Aber dann konnte ich nicht schlafen. Ja, ging nicht. Aber egal. Gratisgutscheine hier rein, da rein. So. Jetzt kommen wieder mehr Leute. Und was wir jetzt machen... Oh, ein Luftballon. Plopp. Was wir jetzt machen werden, ist hier das Gebiet kaufen. Und zwar mache ich das so, dass wir quasi von hier links irgendwie reingehen. Genau hier kann ich nicht kaufen. Da haben die aber einen Fehler gemacht, die Entwickler. Hui. Und ich gehe dann irgendwie noch hier so rein. Dass ich quasi hier so einen Eingang habe. Ich kann nicht. Ich glaube, ich mache das schon mal. Ich mache jetzt hier so. Gehe schon mal nach oben so ein bisschen, weil ich muss hier drüber kommen irgendwie. Scheiße. Danke für den Lurky, Benny. Danke für die Unterstützung. Und René, viel Spaß beim Duschen, ne? Oh Gott, ich komme nicht höher. So. Ich muss halt hier ein bisschen cheaten, halt, dass ich hier hoch, dass ich hier drüber komme. Genau hierhin will ich, genau so. Und dann machen wir das Ganze so. Zack, zack, zack. Und dann verbinden wir das mit hier hinten. Irgendwo. Genau, dann baue ich nämlich hier so rein und dann mache ich hier quasi noch was, ein Extra-Park, auf der Extra so extra ist. Ein Park, ein Extra-Park. Am besten nochmal hier nochmal Eintritt verlangen. Nein, Spaß. Am besten nochmal Eintritt verlangen. So. Oh, verdammt. Jetzt habe ich den Mülleimer gelöscht. Zack, zack. Zack, zack. So, jetzt baue ich noch hier eine Putzfrau hin. Sonst ist er gleich überall voll mit Kotze. Ne? Das wollen wir ja nicht. Nein, nein. Kotze brauchen wir nicht. Nicht in unser Park. Danke für die Headpads, Spieler. Danke, dass du da bist. Danke für den Lurky Wobbly. Danke fürs Einchecken. Danke, dass du da bist. Ja. So, der läuft jetzt hier lang und putzt. Hier muss ich mal gucken, ob der auch hier richtig gut durchkommt. Nicht, dass der hier irgendwo hängen bleibt. Sieht aber gerade gut aus. Dann kaufen wir uns hier schon mal den Platz. Weil ich muss ja nicht viel Geld haben. Ich muss einfach nur
Also 15.000, da kommt 15.000, schafft man locker easy. 15.000 ist nichts. Die hab ich mein Geldbeutel, jemand immer in Münzen dabei. So. Bauen wir hier den Park aus und zwar muss ich das ganz vorsichtig kaufen. Weil ich will hier mit Absicht so einen Rand überlassen. Mit Absicht einen Rand überlassen. Damit das hier einfach so wie ein abgeschlossener Bereich ist. Aber vielleicht noch nicht ganz so groß kaufen. Ich glaube mal, so reicht erstmal. Ne? Wir können das später noch ein bisschen weiter ausbauen. Aber jetzt reicht das erstmal so. Würde ich mal sagen. Das kostet immer 90 Euro pro Platz, ey. Ein Quadratmeter 90 Euro ist aber teuer. Ist ein ganz, ganz teurer Park, den wir hier bauen zusammen. Oh, jetzt ist noch ein Gelände drin, was nicht geht. Oh, so ein schöner Gelände. Hier auch? Was haben die Entwickler hier gesoffen, die Entwickler? Hier sind immer Gelände, die ich nicht kaufen kann. Da hätten sie ein bisschen besser gucken müssen. So. Jetzt höhlen wir das alles wunderschön aus. Dann machen wir hier noch ein paar Geschäfte rein, die wir gleich bekommen werden, wahrscheinlich. Ja, ja. So. Das zögert mich schon ein bisschen, aber egal. Das ist nicht so wichtig. Ab hier ist alles aus Gold. Das ist dann so die fancy Gegend. Oder hier ist die, kommt die goldene Brücke hin. Oh, warte. Mit rotem Weg. Wie so eine Modenschau. Genau. Ich glaube, ich gehe hier schon eins nach oben. Na, hier gerade. Dann kann ich hier direkt rumgehen. Alter, guck dir das mal an, wie schön das aussieht. Mit dem Gold und dem Rot. Hier sind nur die Reichen unterwegs. Zack. Wunderschön, oder? Wie findet ihr das? Ich finde es wunderschön. Der reiche Bereich hier. Zack, zack. So. Jetzt brauchen wir hier natürlich nochmal alles Futtermäßige. Damit sie mir auch nicht verhungern, die Leute, ne? Das wäre tragisch. So, einmal dich und einmal dich. Sterben heute welche? Weiß ich noch nicht, Totenspieler. Das werden wir sehen, wenn vielleicht eine Achterbahn crasht. Ne? Aber mit Absicht machen wir das nicht. Nicht mal für zwei Giftsubs. Hehe. Oh, das ist so niedrig. Bauen wir es da hin, so. Dann machen wir hier Bänke hin. Mülleimer. Und dann... Ah, da kommt schon die erste Achterbahn, die ich hier reinbauen kann. Wenn ich irgendwie Platz hier drin finde, das zu bauen. So, jetzt brauchen wir ein paar Mülleimer. Außen rum. So. Dann, ganz wichtig... Na, die Sachen hier haben alle die falsche Farbe. Wobei, verdammt, man kann nur eine. Ah, man kann nicht so hart färben, glaube ich. Man. Ah, die kann man gar nicht färben, Mann. Ah, muss auch rot sein, aber. Ist halt nicht so krass rot. Egal, dann ist halt so. Aber ich will Tote sehen, ach, Totenspieler.
Ich weiß, du bist Totenspieler, aber trotzdem musst du gerade die Toten sehen. Oh. Das ist eigentlich eine krasse Achterbahn. Die hier so billig reinzusetzen, ist eigentlich schon traurig. Na, wie findet ihr meine Achterbahn? Also ich finde sie schick. Funktioniert die denn so? Oh, wie schön die Achterbahn funktioniert. Oh Gott, oh Gott, oh, oh Gott. Oh Gott, nicht crashen! Alter, what the hell? Ich baue sie doch mal ein ganz kleines bisschen anders. Und zwar mache ich hier vorne ein ganz kleines Gefälle. Eins nach oben. Eins nach oben. Damit. Und hier zwei runter. Damit das ein bisschen krasser ist. Die Achterbahn muss krasser sein. So. Wer will fahren, das kostet nur $5. Nein, Spaß, $2. Die krasse Achterbahn hier, Leute. Wer will fahren? Ich weiß, jeder will es. Immerhin ist die von mir gebaut, die krasse Achterbahn hier. Und ich bin der Meister Achterbahnbauer. Ich sehe nichts. Wo bin ich? Oh, noch ein. Mann, ich muss als Ziel kommen. Ah, es geht. So. Wer will fahren? Wobei es regnet gerade, dann fahren die damit nicht, ne? Mit dieser krassen, geilen Achterbahn hier. Hui. Die ist aber richtig krass. Oh, Scheiße. Totenspieler, da hast du deine Toten. GZ, da sind sie. Wasserrutsch hat einen Unfall und es sind zwei Leute gestorben. Ich hoffe, du hast deinen Willen gehabt jetzt. Verdammte Scheiße. Weg damit. Dann baue ich jetzt hier eine Achterbahn hin. Die da hier. Die ein bisschen krasser ist. Oh, Scheiße. Ich hab da auch so den Weg weggebaut. Das wollte ich jetzt aber nicht. Das wollte ich echt nicht. What the fuck? Egal. Mach mir so einen Sandweg dahin. Passt doch. Warte. Ich will hochbauen. Njong. So. Hi, Lucky, wie geht's dir? Guten Abend, morgen. Was haben wir denn eigentlich jetzt? Morgen, Abend haben wir, genau. Guten Abend. Erstmal eins runter, ne, zwei runter. Dann machen wir so eine krasse Kurve. Und dann gehen wir hier tiefer. Und dann kommt hier ein Looping. Dann gehen wir nach da. Ha-da-na. Halt, stopp, nicht direkt nach dem Looping so eine krasse Kurve. Sonst heulen sie doch wieder rum. Dass das zu krass ist für die. Eine scharfe Kurve. Dann gehen wir hier runter. Machen. Ist das wirklich die krasse Achterbahn? Nee, das ist nicht die krasse Achterbahn. Aber wir machen zwei Loopings rein.
Jetzt sind wir bei Höhe 18, wir müssen zur Höhe 13. Dann gehen wir jetzt. Ah! Verdammt. Ich muss hier erstmal die Kurve einbauen. Bevor ich zu dem zweiten Looping gehe. Und dann hier nach unten gehe. Bis auf die 13. Und also 13 ist quasi die Höhe. Holzachterbahn. Die machen wir gleich. Ah, ja. Das ist das Problem, wieder direkt in Kurve zu machen. Sonst dann heulen die rum. Das ist das Problem. Ich glaube, ich mache so eine Kurve und dann eine Gerade. Dann mache ich hier mal eine Bremse rein. Mit 35 km/h. Da muss ich irgendwie nach rechts kommen. Ah, muss ich schon vorher machen. Ups. Ein bisschen vorher schon so eine komische Kurve. Rechts. Rechts. Ah! Warum tust du mir das an, Spiel? Muss ich vorher schon mal machen. Dann ich mache Bremse hier oben schon. Ich mache Bremse hier. Und dann eins runter, dann ist nicht schnell. Waffi, wie geht's dir, Liche? Guten Abend, ne? Dann drei Kurven, ne, vier Kurven. Und rein da. So, wenn jetzt die Achterbahn noch funktioniert, dann wäre das supi, dupi, schluppi. Oh. Eingang und Ausgang. Zack. Einmal testen, bitte. Dann bitte alle 10 Minuten testen. Warum wird damit keiner fahren? So viel bezahle ich nicht für die Scheiße. Ja, verständlich. Komm, machen wir 1,20 draus. Das ist aber auch die krasseste Achterbahn, die ich habe hier. So, jetzt geht's los, Leute. Die erste Fahrt wird angebrochen. Mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Zuerst die geile Kurve. Hui, und jetzt geht's runter. Und to looping. Oh Gott, okay, das schafft er nicht. Was wir da machen, ist ganz einfach. Wir bauen das Ding noch einmal 1, 2 höher. Zack. 1 tiefer für die Geschwindigkeit. Und dann war das so eine Kurve, die komplett steil ging. So. Und dann hier jetzt runter. Hä? Wo bin ich jetzt? Ich müsste doch eigentlich auf die gleiche Höhe sein. Nee, weil ich weiter rechts bin. Da muss ich hier vielleicht nochmal gerade gehen. Jetzt bin ich immer noch eins zu weit. Okay. Zack, zack. Zack, jetzt mal runter. Okay, jetzt passt's. Jetzt muss ich vielleicht einmal steiler gehen. Und dann gerade. Und dann passt's. Hi Foxy, hi Ray, wie geht's euch beiden? Ich bin so froh, euch zu sehen. Danke, danke, dass ihr reinschaut. Vergesst nicht einzuchecken, weil ab jetzt bekommt ihr sogar den Anhänger. Am Samstag zeige ich euch den Anhänger von meinem neuen Model. Dann könnt ihr den endlich mal sehen, okay? Wie geht's euch beide? Erzählt mal, wie es euch geht. Ja, ich bin froh, euch zu sehen. Wir bauen gerade schöne Achterbahn mit euch. Ja, das ist die Achterbahn mit 2 Loopings. Hoffentlich ist es nicht zu krass für meine Leute hier. Zuerst geht es ganz chillig los, ne? Also kann man nicht meckern. Zuerst geht das hier so ein bisschen so.
ganz schneckenartig um die Kurve und dann, wie, ich gehe gleich alles raus, muss meinen Kopf frei bekommen. Okay, was ist denn passiert? Und nochmal Kurve und nochmal durch und nochmal Niau und... Ey, das läuft doch super. Das könnte ein Problem werden hier unten, die Geschwindigkeit. Vielleicht muss ich das noch umbauen, aber ansonsten super. Ich muss noch gucken, ob die da reingehen. Eine Person zählt nicht, weil es kann nur Bugs sein. Weil mit einer Zeit sagen sie dann, nö, die ist mir zu krass, die Achterbahn. Da muss ich unten die Ecke hier umbauen, unten rechts. Das alles mit meiner Ex gibt mir immer noch zum Nachdenken. Oh nein, Ray, du bekommst ganz dicke Huggies von mir. Ne? Mach dir keine Sorgis. Ja, ich baue die Achterbahn nochmal um. Na, wir sind da für dich, Ray. Wir sind da für dich. Ich muss hier nochmal umbauen. Da wird sie zu krass, leider. Ich mache das halt einfach, indem ich hier geradeaus gehe. Eine große Kurve mache. Hier nochmal runter gehe und versuche das zu hitten hier. Es ist Höhe 14. Nee, keine Linkskurve. Ich habe so viele Rechtskurven hier drin. Kann ich eine Rechtskurve wegmachen? Gehe hier eins hoch. Mache hier die Bremse rein. Bau wieder normal. Und zack. So, jetzt mal noch Test und direkt starten. Danke, Totenspieler, für die Headpads. Also bei uns gibt es heute Currywurst. Ich esse aber erst ein bisschen später, nicht im Stream. Früher habe ich immer im Stream auch gegessen, aber mittlerweile kann ich das nicht mal so gut. Hi, Sam, wie geht's dir, dass du reinschaust? Riesenrad. Hä? Hatte ich die vorher nicht schon gehabt? What the fuck? Ich muss jetzt mal gucken, ob das hier funktioniert. Heute gibt es Fischburger selbstgemachten. Ja, lecker, lecker. Wünsche ich allen aber einen schönen Stream. Vielleicht sieht man sich ja noch. Ja, Ray, hoffe ich, dass wir uns sehen. Ne? Wäre schade, wenn nicht. Und danke, dass du da warst. Vergesst nicht, Samstag wird mein Model gezeigt. Nicht vergessen, okay? Samstag ist mein Model da. Also gepuzzelt wird das dann hier. Sie gehen auf jeden Fall rein, denke ich jetzt. Das passt auf jeden Fall. Ich baue hier den Riesenrad hin irgendwo. Eingang, nee, Eingang nach hinten, Ausgang nach vorne. Dann mache ich das hier so. Ich würde es nochmal rot färben, damit es auch hier hinpasst. Rot. Rot und die Stelzen werden Gold. Da muss ja auch passen hier hin, ne? Hoffe ich, dass ich dabei bin. Muss noch etwas mit dem Birthday vorbereiten. Schon nice, bekomme ich Lust drauf auch. Ja, also, ihr müsst, aber wenn ihr mitpuzzeln wollt, müsst ihr drauf reagieren. Weil ich werde Samstag kurz vor dem Stream euch die Rolle geben. Und dann könnt ihr quasi darauf zugreifen. Sonst geht das nicht. Ne? Der goldene Riesenrad. Weil ich werde dann nicht mehr Leute hinzufügen. Außer ich kenne jetzt jemanden schon länger. Weil ich will nicht, dass jemand reinkommt und nur ums Model zu liegen. Weil ihr müsst halt bedenken, dass mein Model quasi man eigentlich schon sehen kann. Aber ich bitte euch, nicht auf Preview zu drücken, weil ich kann, anders geht's halt nicht. Leider, ne? Ich muss euch einfach bitten, das nicht zu machen, weil es gibt keine gute Website, wo ich mein Model verstecken kann. Also ich muss euch einfach bitten, wenn ihr mitmacht, puzzelt, nicht auf Preview drücken, also vorzeige, sondern einfach mitzupuzzeln.
Sonst spoilert ihr euch das ganze Model und den Spaß, okay? Das wäre nett. Das wäre sehr nett, wenn ihr das machen könntet. So. Sicherster Park des... Alter, es sind gerade eben zwei Leute gestorben. Was sicherster Park des Landes? Heißt das, in anderen der Länder sterben noch mehr Leute? Okay. Yay, Lucky. Was, yay? Also ich bitte euch wirklich, das nicht auszunutzen. Na, und nicht auf Preview zu drücken. Das wäre super nett von euch. Ich will es ja mit euch puzzeln und das so eine Überraschung werden. Dann, damit ihr quasi seht, wie sich das Mod langsam zusammensetzt. Dann seht ihr das da, dann seht ihr das da. Das ist auf jeden Fall viel geiler dann. Also wenn ihr es machen wollt, ist euch überlassen. Ne? Aber ganz ehrlich, dann ist der Spaß weg. Ne? Und ich kann euch nicht mehr vertrauen in Zukunft. Ne? Müsst ihr wissen. Ich hatte eigentlich eine Webseite, wo ich das Puzzle hiden kann. Das Problem ist aber, dass bei diesem Puzzle das so scheiß Qualität hat. Man kann nicht reinzoomen, alles ist voll weit weg und sowas. Das will ich einfach nicht haben, das wäre mir zu dumm. Ich mache hier mal zwei hin, die hier putzen. Und beide putzen quasi die ganze Fläche. Was ist voll mies? Ja. Ja, die Webseite ist halt nicht so geil, leider. So, machen wir das. Den setze ich mal hier, der kann da lang laufen. So. Wie findest du eigentlich meine Mini-Achterbahn hier? Die ist doch super, oder? Die Achterbahn ist halt für Kinder. Oder für Leute, die nur langsame Achterbahn wollen. Ne? Und diese Achterbahn habe ich gerade eben gebaut, die geht super ab hier. Und seitdem ich auch das hier um die Kurve umgebaut habe, gehen ja auch ein paar Leute rein. Ne? Danke, Lucky, für die Tomate. Jetzt kann ich Pizza machen. Hui. Die ist sweet. Ja. Es gibt ja auch im Europapark so eine Achterbahn. Die geht quasi nur gerade. Die beschleunigt quasi am Start. Die geht so durch Höhen und sowas. Ich finde die voll geil eigentlich. Ich mag die. Ui. Sammy, hast mich wieder sauber gemacht. Viel bezahle ich nicht. Ja, komm, machen wir mal 2,50 mittlerweile. Machen wir 2,50 für die Bahn. Und die Bahn machen wir 1,50, komm. Und die Bahn machen wir 1, komm. Die Bahn machen wir 50. Hängende Achterbahn, machen wir alles gleich. Ich muss erstmal hier bauen. Preise machen. Ja, Lucky, seid so süß. Danke schon nochmal für die Billis, Lucky. Danke. Für die große Unterstützung. Mal 2,50 für die Bahn. Dann. Was ist denn hier los? Och, Mann. Die Achterbahn habe ich auch gebaut. Die ist auch super, ne? Ja, die ist auch cool. Will endlich Diablo 2. Ich habe mir auch schon überlegt, das vielleicht doch früher zu machen, Lucky. Ne?
Habe ich mir überlegt. Vielleicht machen wir es doch schon bald. Na? Ja, dann los. Ja, Lucky will unbedingt Diablo 2 machen. Ne? Ich merke schon. Du bist einfach ein Süßi. Hopp, hopp. Ja, Lucky, ich spiele erstmal das hier, okay? Holzachterbahn, Riesenrad, Aufzug, Stahlachterbahn. Das war die hier. Genau. Holzachterbahn ist die da. Die baue ich jetzt erstmal nicht. Riesenrad, dann kam jetzt die hängende Achterbahn. Das ist die. Die ist aber irgendwie langweilig. Ich will die nicht bauen. Ja, selber Sissi. Ich mache nochmal Werbung. Für meine neue Achterbahn. Eigentlich könnte ich nochmal diese Ding bauen. Diese, diese Rutsche, wo jemand gestorben ist. Riesenrad 1 ist immer noch nicht repariert. Ich brauche nochmal zwei Leute hier hin. Ich muss niesen. Freie Fahrt auf Forest Flyer. Was auch immer Forest Flyer ist. Da, da, da. Wir bauen jetzt die nächste Achterbahn. Die nächste Bahn mal hier hin. Ich mach einfach die da hier nochmal hin und mach die ein bisschen kleiner. Die da hier. Ein bisschen kleiner. Und die ist nicht so groß zum Beispiel zu bauen. Ich baue einfach hier so schön klein hin hier. Nichts Gefährliches, wo keiner sterben kann. Vielleicht. War bisher nur im Themenpark Fantasieland. Ja, ist ja in die Ecke und ist mega. War nur ewig nicht mehr da. Ja, ist teuer geworden. Ne? Ich würde dir schon mal raten, Europa-Park zu gehen. Das ist nicht umsonst einer der besten Freizeitparke-Dingsbumsi. Lohnt sich. Ich kann dir nur raten, Fjord-Rafting zu machen. Das ist super geil. Fjord-Rafting. Da bist du so im Reifen drin und dann bist du so einen Wasserweg runtergeschleudert. Das ist mega cool, mega witzig. Und das können auch Leute dich quasi nass machen. Die müssen dafür 1 Euro bezahlen und dann können sie sich rein theoretisch nass machen, wenn sie wollen. Fjord-Rafting, also irgendwie so heißt das, irgendwie so. Ist ganz witzig, kann ich dir raten. Wenn du mal hingehen solltest. Ich fahre damit immer mindestens zweimal, wenn ich hingehe. Genau, hier drunter wollte ich lang. Rides of Valkyria. Jetzt muss ich mir mal ein Wochenende für nehmen. Ist eine 5-7 Stunden Fahrt. Dann lohnt es sich vielleicht, wenn du sogar vielleicht irgendwo ein Hotel in der Nähe suchst, damit du auch wirklich alles machen kannst, ne? Damit sich der Besuch auch lohnt. Muss man nach Hamburg in Speicherstadt. Aha. Das kann ich dir nur empfehlen. Das ist super spaßig dort. So, jetzt gehen sie quasi nur so außen rum einmal. Dann gehen sie jetzt hier ganz kurz nach oben so ein bisschen, damit sie auch ein bisschen Kick bekommen hier. Und nicht nur langweilig wird. Dann gehen sie hier wieder rein, denke ich mal. Jetzt links, links und dann passt das.
Und drin. So, Eingang. Ich weiß nicht, ob ich den Eingang hinplatzieren kann noch. Ups, verdammt. Ich glaube, ich baue das hier nochmal weg und baue hier nochmal eins dran. So. Dann machen wir das so. Dann baue ich den Eingang da hin, den Ausgang, der kann so langsam wie er will. Aber Eingang wäre hier besser. Ich mache das jetzt so und baue es ein bisschen länger hier. Als geplant. Warte, jetzt muss da irgendjemand unter mir hämmern. Hört ihr das eigentlich? Hört ihr es hämmern? Hör mal, wer da hämmert. Mr. Nachbar muss unbedingt was hämmern. Bam, 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 bam. Nö, okay, sehr gut. Ist schon relativ laut eigentlich. Halt, stopp, Eingang muss dahin. Man kann Ausgang auch hier hin. Testen und schließen. Und für 2 Euro. Ich knuddel dich zurück, Ronny, mein Süßer. Wie läuft das Level in Ragnarok? Aber auch Black Friday Mamba ist geil oder die neue Flyer-Achterbahn. Ja, da gibt es richtig gute Sachen bei Europa Park. Also generell lohnt es sich, da hinzugehen, finde ich. So, einmal der Eingang. Einmal der Ausgang. Testen wir es doch einmal und Start. Steampunk-Beste, was? Boot 1, bitte. Boot 2. Da, okay, da geht's los. In den Untergrund. Gleich. Ne, ich bin im falschen Boot. Aber egal, es ist eine kleine, süße Achterbahn. Hi, Game, wie schön du reinschaust. Wie geht's dir, du Süßilein? Das ist eine kleine, süße Achterbahn, da kann sich keiner wehtun, hoffentlich. Da wird keiner sterben. Und sie ist cool gebaut. Diese Achterbahn will keiner fahren, weil es regnet, okay. Verständlich. Diese Achterbahn, sieht so krass aus, ne? Guck mal, wenn man hier so guckt, sieht die Achterbahn voll verworren und krass aus. Hallo, cool, wie geht's? Schön, dass du reinschaust, ne? Wenn man sie aber dreht, ist die Achterbahn eigentlich nur hier hochfahren, Looping wieder rein. Sieht gar nicht so krass aus eigentlich, ne? Ich meine, die geht nur hier nach oben, Kurve, Looping, und dann weg. Aber von hier aus sieht die viel krasser aus irgendwie. Ich kann nicht wieder rein in den Discord-Server. Wie heißt du dort? Wie heißt du dort, Mr. Cool? Bist du dieser, ich mag Katzen und Hunde? Ja, ach, das liegt daran, cool, weil ich dachte, dass du vielleicht jemand bist, der nur irgendwie Sachen anschauen will dort und dann wieder rausgeht. Weil du bist immer rein und raus gejoint, deswegen war es ein bisschen suspekt für mich. Game, bist du noch da, Gamey? Bist du noch da, Gamey? Gamey, bist du noch da? Mr. Gamey, Gamey? Black Mamba, die... entbann mal bitte, ich mag Katzen und Hunde, oder wie der heißt. Müsste eigentlich im Lock stehen irgendwo. Entbann den mal, da kann er wieder draufkommen.
Aber dann bitte bleib auch drauf, okay, Mr. Cool, damit du dann, da, okay. Weil ich war mir nicht sicher, ob du dann wirklich drauf sein willst. Und dein Account war auch irgendwie nur 2 Tage alt, deswegen fand ich das ein bisschen suspekt, okay? Mal nichts gegen dich, aber ich fand das ein bisschen suspekt. Kannst du bitte aufhören zu regnen? Ich weiß nicht, ob die Leute... Dankeschön, okay, cool, komm noch mal drauf. Genau. Dem zweiten Launch, der schnellste Multi-Launch-Coaster der Welt. Mit der Steckenlänge einer letzten Multi-Launch-Coaster ohne Invasion weltweit. Da die heftigste Invasion im Park, aber sonst sind sie nicht gefahren. Ah! Ich bleib drin dann, okay, danke schön. Genau. So, warum wollen die damit nicht fahren? Ich fahre nicht, wenn es regnet. So viel bezahle ich nicht. Okay. Ah, es sind 20 Cent, Jungs! So, damit passt es anscheinend. Das da hier das Aufregenderes machen. Okay. Wie sieht's damit aus? Ist das Geld wirklich wert? Wie sieht's damit aus? Ist das Geld wirklich wert? Sehr, sehr gut. Ich finde es schön, wie ihr über Themenparks redet. Also wir gehen ja wahrscheinlich auch bald wieder nach Europa Park, ne? Ich sag aber nicht wann, weil sonst wisst ihr das. da gibt es eine Bahn, die finde ich am geilsten. Und zwar gibt es da eine Bahn, da kann man sich reinsetzen und dann kann man so Lichter abschießen. Und da könnt ihr Punkte fahren. Ich mag diese Bahn wirklich sehr. Die ist voll cool. Stromschnell. Die ist ja auch cool, die Bahn. Die Stromschnell kann ich hier noch reinquetschen. Whirlpool, Wasserfälle. Muss ich eigentlich einmal raus, ne? Einmal hier so raus. Dann hier so über den Weg am besten lang. Dann hier so wieder rein. Und hier mit voller Karacho runter. Ah, ich weiß nicht, ob es so gut ist. Ich mache hier am besten nochmal eine Kurve rein. Aber geht gar nicht. Egal, wird schon gehen. Einmal testen. Und einmal los. Genau, ich war leider noch nicht in der Themenwelt. Also ganz ehrlich, Leute, ich finde sowas einfach muss gemacht werden. Fast 8 Stunden bis nach Hamburg. Oh. Selbst. Nimm kein ICE. Nimm lieber hier, wie heißt's? Flugzeug. Du sparst Geld und bist viel früher da. Halt, stopp. Falsch. Andere Farbe, warte, hier muss rot, hier müssen die Reichen sein, die reichen Leute. Hier muss alles Gold sein. Alles schön und goldig. So, so. Zack, zack. Ist auch die falsche hier. Muss die sein. Warum laufen die eigentlich zusammen rum? Sollte ich zusammen rumlaufen? Ein bisschen versetzt laufen. Speicherstadt im Kehrweder. Oh. Ja, da musst du da hingehen, auf jeden Fall mal. Wenn das jetzt hier runterfliegt, dann. Und crash. Einfach mal reinquashen in die anderen, geil.
Alter, was ist mit den Leuten los? 50 Cent für sowas hier. Wollen sie nicht. Dun, 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 dun. So, 40 Cent für das sollte passen. Da, du weißt doch gar nicht, wo ich will. Du willst nach... In mein Wohnzimmer willst du rein. Ich weiß das. Was habe ich jetzt eigentlich bekommen vorhin? Stromschnell, genau. Und Einspurbahn. Das ist so ein Scheiß. Das heißt, wir keine Ahnung. Ich muss mal... Oh Gott, ich habe es vergessen. Wo haben wir es? Ich verstehe die Leute nicht, wenn die schon auf Eier ein... Was? Auf Eier eindresche. Dann sammeln. Was? Also ich muss warten. Bitte geh, bitte geh, bitte geh. Bitte geh, Spiel. Ohne Probleme. Bitte geh auf. Ohne zu quetschen. Bitte geh auf, ohne zu quetschen. Bitte geh auf. Okay. Es ist nicht gequetscht, aber ich habe probiert, mein Model ist weg. Mein Model ist weg. Spiel speichern. Ich speichere mal ganz kurz. Dann machen wir gleich weiter. Ich muss das Spiel nochmal neu starten. Die Achterbahn ist halt... Guck mal, da oben bin ich. Lol. Die Achterbahn ist halt komplett dunkel mit ein paar kleinen bunten Leuchten. Voll schön war das jetzt, aber ist mir verehrbar. Da gibt es auch bei... bei Ding gibt es eine, bei Europa Park. Da gibt es eine große Kugel, da ist auch alles dunkel drin. Da war ich aber auch noch nie drinne. Alles gut, Leute, bitte nicht drauf eingehen. Ich meine, die geben Geld aus dafür, dass die mich botten. Und das ist denen ihr Geld. Mich stört's nicht. Es ist ein kurzer Moment, wo die da sind. Ich gehe echt ein Klick, die sind alle gelöscht. Und es ist kein Problem. Ne? So, vielleicht später spielen. Hat geklappt, bin drin. Okay, wir kommen zurück. Cool. Danke, dass du reinschaust. So, da sind wir wieder. Die hängende Achterbahn, Strom, Einspur. Okay. Die Holzachterbahn. Die könnte ich irgendwo zwischen reinquetschen vielleicht. Danke für die Hatty Paddy. Wenn ich jetzt vielleicht hingehe und sage, okay, ich fange es einfach mal hier an. Und gehe dann hier so hoch. Und baue hier eine ganz große Achterbahn hin, die einmal überall so rumgeht. Das wird den kompletten Park Schönheit kaputt machen. Aber ist doch an sich egal. Ja, was macht. Nein. Du sollst so machen und dann. So machen, dann so machen, dann so machen. Nee. Du sollst. So machen und dann so machen. Dankeschön. Mal in den Berg bauen. In den Berg reinbauen. Das können wir vielleicht auch mal machen, ja. Das stimmt allerdings. Das wird eine richtig crazy Bahn, Leute. Dun, 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 dun.
Wenn jemand von der Truppe hier ist, kommt nach Ragnarok rein. Und zum Ameisennest in der Wüstenstadt Morok. Hier liegen so viel Zeug rum. Und wenn ihr das nur zu Verkauf sammelt. Ronny, du kannst auch einfach zur Stadt zurückgehen und Diablo 2, ja, machen wir bald. Achterbahn mit freiem Fall rückwärts. Die bauen wir gleich. Die ist geil, glaube ich. Ronny, du kannst zur Stadt gehen, verkaufen und die Sachen wieder aufsammeln. Wenn du möchtest. Ich bin bei 30. Ich bin bei 21. Jetzt bauen wir so ein bisschen nach da. Vielleicht nicht ganz so niedrig. Über die drüber hier. Will ich. Genau so. Das ist die Achterbahn mit den vielen Kurven. Eine ganz, ganz lange Achterbahn, Leute. Die geht da mega ab hier. Die geht mega ab, glaubt mir. Die Achterbahn mit der Banger. Das ist Le Achterbahnus Le Longus. So heißt die. Le Achterbahnus Le Longus. Kannst du mit mehreren Stationen auch die komplette Rundfahrt machen? Könnte man machen, ja. Habe ich noch nie. Man kann ja auch mit zwei Stationen Achterbahnen synchronisieren. Ne, dass sie quasi gleichzeitig von her fahren. Ist aber ein bisschen schwer zu machen, vielleicht. Aber rein theoretisch möglich. Einmal nach links. Einmal hier so rum. Und auch wenn ich dich abreißen muss. Und auch wenn ich dich einmal abreißen muss und dich umplatzieren muss. Ich baue das jetzt hier lang. Es sind hier einfach zwei nebeneinander, lol. Egal. Ich baue das jetzt hier so lang. Ah, die Kurve könnte vielleicht ein bisschen problematisch sein. Wir werden sehen. Und wenn ich den Weg abreißen muss. Und hier neu platzieren muss. Moment. So. Eingang. Ausgang. Nicht öffnen, einmal testen. Bitte, ob das Ding funktioniert. Und das Ding kostet auf jeden Fall 3. Das Ding ist so eine, das ist so eine lange Achterbahn. Weniger als 3 darf ich gar nicht verlangen. Mache ich schon die Zeit. Ist nett von den anderen, dass sie es nicht einsammeln. Sie könnten nicht ganz so viel Zenny machen. Die meisten Leute, die haben einfach schon das Geld. Und die brauchen den Kram nicht mehr, sage ich jetzt mal dazu. Alter, what the fuck habe ich da gebaut? What the fuck habe ich da gebaut, Leute? Ich habe doch das Gefühl, ich bin nur runtergegangen, ne? Ich bin nie hochgegangen, sehe ich gerade. Mal gucken, wie schnell die wird. Wenn sie zu schnell wird, müssen wir sie vielleicht einmal umbauen, nochmal. Aber an sich sieht die nice aus. Aber sehr mächtig, ne? Sehr mächtig, die Achterbahn. Ja, das hast du gut gemacht, Ronny. Ich sollte es eventuell die Station länger machen soll, für mehr Wegen. Ja, gucken wir gleich mal nach, wie wir das machen. Auf jeden Fall 3 Wegen wäre nicht schlecht, das stimmt. Die ist schon sehr schnell, ne? Erst recht am Ende. Oh Gott, das ist ein Crash, oh Gott. Ne, da muss ich mal umbauen. Erst recht am Ende, oh Gott. 4 Wegen. Ja, ich mach's anders. Ich muss das eh nochmal länger bauen, weil hier nochmal hochgehen und sowas. Das ist zu schnell. Okay, ein Ausstieg zu lang, das ist sehr gut. Wir machen das so lang. Und ich muss hier nochmal gucken, dass es hier ein bisschen Geschwindigkeit dann verliert irgendwann mal. Ne? Wir gehen hier sehr steil hoch. Wenn das nicht klappt, kann ich die Steile ja nochmal variieren.
Und hier wieder runter. Mit einer Kurve vielleicht. Und dann hier drunter weg. So. Nochmal zwei hoch. Nochmal runter. Ich muss irgendwie Geschwindigkeit rausnehmen. Ich muss halt Geschwindigkeit rausbekommen aus der Achterbahn. Weil sonst heulen die halt rum, dass sie zu schnell ist. Und das ist halt das Problem. Sonst wird hier rumgeheult, dass die Achterbahn zu schnell sei. Bam! Hi Queenie, danke fürs Einchecken, wie geht's dir? Das Problem ist, hier ist Parkende. Ne? Das ist mein großes Problem dabei. Ich könnte diesen Abschnitt doch dazu kaufen eigentlich. Oder kann ich das? Ja, ich kaufe diesen Abschnitt doch dazu hier. Den brauche ich. Ich brauche diesen Abschnitt. Na, Gwini, alles gut bei dir, hm? Jetzt ist das Ding im Weg, nicht so gut. Aber alles gut. Ich muss ein bisschen gucken, dass ich hier jetzt Geschwindigkeit rausbekomme mit großen Kurven. Jetzt bin ich leider hier drin. Hier mache ich eine kleine Kurve hin, das sollte passen. Und dieses Gelände gehört nicht mehr zum Park. Dann gehe ich hier lieber nach rechts. Ich bin, glaube ich, schon bei Höhe 30. Ich sehe die Höhe nicht mehr. Warum sehe ich die Höhe nicht mehr? Ich würde gerne die Höhe nochmal sehen. Ah, hier. Ich muss bis 15 runterkommen. Aufregen wegen Dragon Ball. Warum regen sich Leute wegen Dragon Ball auf? Ich kann auch eine Bremse einführen. Wenn ich sage, hier mache ich Bremse. Zack, eine Bremse. Dann gehe ich jetzt hier nach links schon. Die kaufbare Erweiterung Felder parallel begrenzt sind. Weil es nämlich schwer ist. Hm. Verstehe ich auch nicht. Manche Leute sind eh los. So, jetzt gucken wir doch mal nach, wie viele Dinger sind das. Oh ja, das ist sehr gut. Drei Züge, sieben Waggons. Ich kann vielleicht auch machen, dass es fünf Züge, vier Waggons sind. Nee, oh. Vier mal vier sind 16. Aber ich denke, vier Waggons sind besser, damit es öfter durchrattert, ne? Ich denke mal schon. Jetzt gucken wir mal an, wie schnell die Bahn ist. Weil die könnte ein bisschen krass sein. Ob da jemand Bock drauf hat, weiß ich nicht. Das werden wir finden, das werden wir rausfinden. Das hat eine riesen Achterbahn. Guckt euch diesen Koloss an. Alter, what the fuck? Das geht einfach mal durch die ganze Achterbahn, durch den ganzen Park, Alter. Eieiei. What the fuck ist das für eine Achterbahn? Wichtig ist, dass es nicht zu schnell durch steile Kurven durchgeht. Das ist eigentlich das Wichtige. Das ist noch okay, das ist alles gut. Okay, es geht nochmal ein bisschen schneller. Aber das ist noch okay, das ist noch im Rahmen. Das hier könnte vielleicht ein bisschen problematisch werden, aber glaube ich geht das noch. Oh Gott, okay, jetzt ein bisschen zu viel gewollt. Wir können aber hier einfach ein bisschen runtergehen, ist ja kein Problem. Ups, nicht ganz so viel runter. Ich denke mal, so war es ja. Wenn wir das jetzt so machen, dann geht's bestimmt.
Wir müssen auf die 20, ne? Ne, 22. So. Hier müssen wir hin. Falsch rum. Ich mach noch ein bisschen gerade hier. Und dann hier so. Oh Gott, falsch rum. Geisterbahn im Weg ist okay. Dann muss ich das damit verbinden. Wir können hier nochmal ganz kurz ein Stück runter gehen, ein Stück hoch gehen für die Variation. Hä? Ich bin noch hier bei 22. Hier bin ich doch auch bei 22. Achso, ich bin ein bisschen zu weit hinten, zu weit vorne, meine ich. So, jetzt aber. Testen. Weil es für manche zu schwer ist. Ach so. Och Mann, ey. Weißt du, deswegen bauen Entwickler immer seltener schwere Spiele. Weil das einfach eine kleinere Zielgruppe sonst hat. Und das finde ich sehr schade. Ne? Miau. Also bis hier ist alles dupi. Da wird es ein bisschen schnell vielleicht, aber alles noch okay. Alles gut. Okay, wir ziehen noch ein bisschen runter. Ein Stück nach oben, wieder runter. Das ist noch alles gut. Und hier wieder hoch. Wunderschön. Jetzt kommt hier nochmal eine kleine Hürde. Ob es das hinbekommt, ist die Frage. Aber ganz knapp schafft er! Oh. Und am Anfang die Kotzecke einführen, ja. Hier muss ich eins niedriger werden. Beziehungsweise nicht ganz so steil nach oben. Weil ich muss eins steil nach oben gehen eigentlich. Dann baue ich hier das hier ein. Ach, man kann hier keinen steilen Lift machen. Dann mache ich hier einfach eins niedriger. Mach das einfach so. Geht hier auch. Aussichtsturm bauen wir gleich. Jetzt erstmal noch testen. Schafft der nicht. Ist noch mal testen. Ich kann während der schon mal fährt, hier mach schon mal an, schon mal den Aussichtsturm bauen. Das ist quasi das Ding hier. Irgendwo hin, wo es ganz schnell geht. Hat die Kotzecke hier. Egal, jetzt geht's erstmal los. Jetzt geht's los. Mit Kettenzug geht's ja. Miau. Da fährt er. Die geile Achterbahn. Wo bin ich hier noch? Zack, zack, zack. Hier lang. Ich hätte auch vielleicht drunter durchbauen können. Ich wollte, ja, hätte ich auch machen können. Aber so passt es doch auch wunderbar. Dann geht er hier so lang. Geht hier nach rechts. Geht hier runter, wird abgebremst. Und dann geht er hier rein.
Sehr schön. Sehr, sehr schöne Achterbahn. Genauso können wir sie lassen, denke ich mal. Ah, ich will schon ein bisschen Anstehzeit haben. So, wer wieder rein? Oder ist die Bahn zu krass für euch? Ah doch, guck mal, guck mal, guck mal. Ui, da gehen die alle rein, die haben Bock drauf. Die haben da richtig Bock drauf. Meine Achterbahn ist die beste Achterbahn der Welt. Ja. Weißt du, was ich hier mache? Ich mache hier ein Waggon, 10 Züge draus. Weil das nur eine kleine Pistbahn ist. Die keiner fahren will. Die will eh keiner fahren, darum mache ich nur einen Zug raus. Die habe zwei an. Ach, du Süßer. Du bist süß, Luki. Du bist voll excited darauf. Das finde ich irgendwie süß. Wir können auch machen, dass hier vielleicht eine Wartezeit von mindestens 10 Sekunden sind. Damit die ein bisschen auseinanderfahren und dann immer hier einer drin ist. Ne, das ist quasi immer ein guter Durchfluss. Nächsten Monat Diablo 4. Also wenn wir Diablo 2 zocken, dann werden wir da schon ein bisschen reingucken. Aber ja, die Achterbahn mit ist gut. Die Achterbahn, die mögen sie. Finde ich super. Jetzt wollen sie für die andere, aber glaube ich, auf die anderen Bahnen aber nicht mehr so viel zahlen, glaube ich. Das Ding macht mir nur miese. Weg damit. Müll. Das Ding macht mir nur miese. Wenn damit keiner fahren will, dann ist es abgerissen. So einfach ist das. So viel bezahle ich nicht. Damit wird doch gefahren, ist doch okay. Dam, da-dam. Dam, da-dam. Alter, die Achterbahn, ne? Die Achterbahn ist so fett einfach. Die macht den ganzen. Die macht eine Parkkarte und dann noch alles kostet Eintritt, aber an die noch irgendwie. Habe ich mir auch schon gedacht, ob ich hier nicht einfach so 70 oder 80 machen soll und dann alles kostenlos. Ist trotzdem komisch, obwohl ich meinen Namen Ronny 60.000 eingegeben habe. Heiße ich im Spiel Ronny 60.000. Nee, also bei mir heißt du Ronny mit einem O. Ne? Also du hast einem O eingetragen, kein O bei mir. Merkwürdig, ja. Oh scheiße, ich sehe gerade hier ein Problem. Sie gehen jetzt drauf, sie mögen das. Aber das Problem ist einfach, dass der Eingang zu weit weg ist. Von dem Gedingern zum Einsteigen. Na. Moment, ich gehe hier schon mal runter. 2. Die Toilette ist im Weg. Dann tun wir die Toilette einmal umbauen. Ist doch kein Problem. Die machen wir da rein. Dann können wir hier weiterbauen. Ja, ja. Hat's geklappt? Ich sehe den Schild halt nicht. Irgendwie nicht. Ach, das. Ach so. Ich bin so dumm, weil es nicht dran ist. Jetzt ist das Ding dran.
Ja, mütterlicherseits. Oh, freier Fall, nice. Freier Fall ist auch nicht schlecht. Das bauen wir hier hinten. Ich kaufe diesen Platz. Test. Test. Mehr Speed. Mehr Speed. Hui. Mehr Speed, Biddy. Ah, das sieht doch super aus. Machen wir für 1,50. Muss ich ja rentieren. Bitte reintreten. Wunderbar, da gehen sie rein, schön. Und da fahren sie auch fröhlich mit. Hi, wo mag ich das reinschauen? Das finde ich witzig in dem Video, wo Halbstarke draufgehen und auf den FIFA-Tower einfach Macker machen. Der eine schreit wie ein Mädchen, der andere ist K.O. und der andere hat sich in die Hosen gepissen. Ja, das ist halt das Ding, dieses schwerelose Gefühl, das mögen nicht viele. Ist schon ein krasses Gefühl. Ich muss aber sagen, dass diese Achterbahn echt krass besucht ist. Ja. Die ich hier gebaut habe, die 2 Kilometer lang ist. Was ist denn hier los? Heieiei. Mir geht's auch ganz gut. Danke der Nachfrage, meine Süßerlein. Kostet jetzt $4. Oh, mein Frakon-Metall wird für starke Upgrades gebraucht, um die. Lassen das hier liegen. Nein, Fronny, das ist für Level 1 Waffen. Die braucht man eher selten. Ne? Also die Frakon, die kannst du ruhig verscherben am Händler. Ronny, habe ich dir zu spät gesagt, bevor du was verkaufst? Drück Alt-S. Du hast einen Skill, der heißt Overcharge oder sowas. Mach den auf 10. Das heißt, du kannst Sachen für mehr Geld vom NPC verkaufen. Irgendwo links sind so 2 Skills, die sehen ähnlich aus. Mach beide auf 10. Die musst du beide auf 10 machen. Habe ich vergessen zu sagen. Tut mir leid. Danke, Sound, fürs Einchecken. Wie geht's dir? Schönes Reinschauen. Freut mich zu hören. Dann, 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 dann. Ist das zu teuer? Nee, das passt. Nur hier sind nicht sehr viele Kunden, leider, ne? Was bedeutet, ich muss da vielleicht mal einen Weg hinbauen von weiter hinten. Das sieht jetzt komplett scheiße aus. Aber. Wird funktionell sein, Leute. Ich muss die Kunden von hier hin, die Besucher, irgendwie nach da hinten bringen. Und das auf schnellsten Wege. Von da hinten. Deswegen bauen wir einfach hier unten durch. Richtig hässlich. Hier ist eh alles kaputt durch die große Achterbahn. Ist dann also mir egal. Bis ans Ende. Dann gehen wir hier quasi zum Eingang fast. Gehen hier runter. Zack. Und hier ist der Weg zum Glück, Leute. Na, Ronny, sehr gut. Genau.
ganz, ganz wichtiger Skill für dich. Deswegen willst du auch die Sachen für uns looten, weil du hast dann quasi den Overcharge und kannst das Geld dann für uns verwalten. Ich muss hier oben noch mal eine Putzfrau hinstellen. Hier wird alles vollgekotzt werden sonst. Die soll auch von hier auf schnellsten Wege nach da hinten kommen und dann quasi hier reinlaufen, damit hier ein bisschen mehr los ist. Ne? Und vielleicht mache ich dann sogar, dass die hier nicht nach da laufen dürfen. Nur einseitig benutzbar quasi. Luki. Stärke sollte aber erst noch 20 lassen. Er soll erstmal Agi so auf 90 pushen und 50 Dex. Stärke kann er später noch machen. Ne, Stärke kann er später noch hauen. Das ist für ihn erstmal nicht so wichtig. Ja, ja, genau, alles gut, das passt schon. Aber Stärke, ich meine, er bekommt Buffs. Er bekommt Buffs, womit er auf jeden Fall viel mehr Schaden machen wird. Da mache ich mir keine Sorgen. Wegen dem Schaden. Er bekommt ja krasse Buffs. Stärke kann er später noch hochmachen, so auf 70. Aber Agi ist wichtig, damit er halt nicht immer getroffen wird ständig. Bewegungssimulator, nice. Machen wir gleich mal. So, ich will jetzt wissen, ob er hier einmal perfekt drüber läuft. Oder irgendwo hier hängen bleibt, weil ich dann nicht richtig markiert habe. Das kann ja sein. Deswegen behalten wir den mal im Blick. Dum, dum, badam, da, da, dum. Da, dum, da, da, dum, dum, dum. So, machen wir einfach so, die sollen einfach reingehen. Die Werte, die Luke vorgeschlagen hat, habe ich im Screenshot gemacht. Kannst du ruhig machen, Sojan. Kannst den Parkausgang nicht finden. Der ist genau vor dir. Der soll hier nicht rauslaufen, okay. Dann, 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 dann. Ah, hier läuft er irgendwo zurück. Irgendwo habe ich hier schlecht markiert. Wo ist der Weg? Da ist der Weg. Hier. Da ist Levegos Vogus. Okay, er läuft. Jetzt sollte es passen. Und ja, guck mal, jetzt ist hier deutlich mehr los. Das war mein Ziel. Ich sind die Werte bis für Level 50, genau. Also er macht einen Blacksmith, mit Blacksmith wird er uns auch gut buffen können, ne? Also, das ist schon mal nicht schlecht. Da, 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 da.
Also der Park ist gleich vorbei. Viel machen können wir nicht mehr. Bis Oktober 3. Willst du mich jetzt verarschen? Le Achterbahnhof Warnus, warum du Crashy Mashy? 24 Tote. Warum du machen diese jetzt am Ende des Spiels? Abreißen, weg damit, Müll. Freier Fall haben wir. Aussichtsturm haben wir, glaube ich, oder? Aber Schiffsschacht haben wir, glaube ich, auch nicht gebaut. Dann Diablo 2 für 50 Giftsubs, Luki. Nein, Spaß. Nein, nein, alles gut. Nein, die zweiten Toten. Es gab schon mal Tote. Wo baue ich das denn hin? Lol. Da hat den falschen Weg gebaut. Ich mache jetzt Gold, ist mir egal. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Scheiße, ich habe keinen. Egal, der Ausgang kann so bleiben. Der Ausgang kann so bleiben. Vielleicht baue ich den Weg hier ein bisschen anders. Das ist Zwinkelzwonkelweg. Löwegos Zwinkelzwongos. Hat er nicht zurückgekehrt, was? Achterbahn 3. Machen wir es halt einmal so. Auf zu. So, bitteschön. Kann ich 50 mal hauen? Ja, du bist so süß. Topspin. Alter, was bekomme ich jetzt für Sachen hier? Die ganzen krassen Sachen, die ich so spät bekomme erst. Immer kurz vor dem Ende des Parkes bekommt man oft immer so krasse Sachen, die man sonst eigentlich selten bekommt. So, die bekommt man generell so spät nur. Ich habe jetzt zum Beispiel auch hier diese Achterbahn bekommen. Die da hier. Eine der geilsten Achterbahnen, die man da bauen kann. Die habe ich so spät bekommen. Wo waren die Achterbahnen eigentlich, die ich abgerissen habe? Hier. Da. Ich kann sie euch mal ein bisschen zeigen, aber... Achso, ich muss hier anderen... Ach nee, ein Baum ist im Weg. Da. Hui! Guck dir das Ding mal an, Leute. Irgendwas stimmt da nicht mit der Geschwindigkeit. Da stimmt was nicht. Andi, die muss zuerst zurückfahren. Oder? Wie ging die nochmal? Genauso wie ich. Wie ging die Bahn nochmal? Ach man. Die baue ich so selten. Man hat die so gut wie nie.
Ah, hier. Ich glaube, das ist ein Beschleunigungsstreifen. Wieso habe ich nur einen Wagen? Oder war die schon immer so? Moment. So. Linearmotorabschuss. Wagen für Frei- und Rückwärts. Wieso geht das Ding nicht so, wie ich will? Ich muss auch Zelly verdienen, habe heute Morgen eine Quest in 5000 Euro Kenne angenommen und nun. Hä? Da musst du mir zeigen, wo du das warst. Ja, wie funktioniert die? Moment, ich baue die nicht selber. Man kann die kaufen. Die heißt dann Force 9. So. Komm, gerade eben ging es doch. Hierhin geht's, okay. Ah, nee, zuerst kommt die Beschleunigungsstreifen und dann kommt das Ding, okay. Logischerweise. Das ganz normale Rocket Shoot Achterbahn, ja. Miau, oder nach oben. Nach unten, zurück. Alter, ich sehe so viel los, ne? Wo war ich jetzt? Wo bin ich? Hallo? Da. Muss man diesen Typ da retten, der hat sich da rausgesperrt. Komm, 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 komm. Hä, falsch. Wo bist du? Ach mein Gott, ey. Der eine Dude da, der geht mir auf den Sack. Wo ist der? Wo? Mein Gott, hier ist alles zu durcheinander. Ich sehe nichts mehr. Wo bin ich? Da. Komm her. Ich habe schon wieder das Ding mit dem Ding verwechselt. Mein Gott. Was passiert hier? So. Der Eintrittspreis ist billig. Der sicherste Park des Landes. Gerade eben sind 24 Leute gestorben, aber okay. Hier gibt es eigentlich die Achterbahn, die wahrscheinlich zu teuer momentan, ne? 3,30 wollen sie. Aber mir egal, die Bahn ist gleich vorbei hier. Nur noch 27 Tage. Und dann habe ich es geschafft. Und den Wert haben wir locker schon erreicht, also. Es gibt aber noch geilere Achterbahnen, die bekomme ich halt einfach nicht.3D-Kino! Let's go! Endlich habe ich meinen eigenen 3D-Kino, Leute. Die Welt muss brennen oder zumindest der Park. Du Süßer. Ja.
hab euch alle ganz toll lieb. Das Nyaru Absan 3D Kino. Ja, da gibt's das Nyaru Artwork animiert. Was ist denn gerade los mit der Achterbahn? Warum kackt die denn gerade so ab? Oh. Weil manche leer sind. Die ist, glaube ich, gerade so teuer. Wenn die Bahn leer ist, dann kackt die, glaube ich, ab. Oh, Lucky. Ich glaube, da würdest du absahen. Du Cutie. Miau. Big Bar daneben aufmachen. Genau. Da werden dann schön abgezapft und dann wird die Milch direkt weiterverkauft. Genau. Warum ist hier wieder so wenig los? Merkwürdig. Muuu, genau, die Mumu Weide. Danke für Jetpets, Ronny, danke fürs Krauli. Ronny, wenn du morgen Zeit hast, morgens düm ich glaube ich nicht, oder vielleicht mal kurz oder sowas, mal gucken. Schreib mich morgen einfach an und dann helfe ich dir beim Leveln, okay? Das machen wir morgen dann fertig. Wenn du dann von der Arbeit nach Hause kommst, sag dir Bescheid. Oder morgens, wie du magst. Ne? Können wir dann zusammen machen? Was wird denn gerade geforscht eigentlich? Forschung. Verbesserung von Attraktion. Ah, es gibt keine Achterbahnen mehr und sowas. Okay, ich habe hier schon alles, was ich bauen kann, rein theoretisch. Schade. Location Sexy Muas wird um die Lauf- und Stockings etc. Als Artwerk? Hm. Aber wirklich, ich muss echt aufpassen momentan, weil ich habe echt wenig Geld und ich muss gucken, dass ich die Scheiße bezahle, die ich doch bezahlen muss. Nicht nur, auch mein Model. Mein Model muss ich mal gucken. So ein Outfit kostet mich bestimmt 3.000, 4.000 Euro. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Also bestimmt irgendwann mal, aber Outfits, also meine Outfits müssen erstmal sein, Weihnachtsoutfit, Halloween-Outfit und Osteroutfit. Die drei brauche ich erst. Ne, für die jeweiligen Tage dann. Oder Wochen dann, quasi. Das ist quasi so eine Planung. Gerne, Ronny, gerne, schreib mich an. Valentine, genau, Valentins-Outfit auch noch, genau. Achterbahn 3 ist immer noch nicht repariert. Was ist da los? Kann es dann nicht aus Versehen bei Achterbahn 3 den Ausgang wieder aus Versehen nicht gemacht? Nicht Farbe mehr? Moment. Wo ist denn die Achterbahn hier? Da. Ich sehe das halt nicht. Ich muss eben die Stützen wegmachen, sonst sehe ich echt nichts. Nee, ist doch. Also die falsche Bahn, ich muss ich gucken. Und Untergrundsicht? Nee, die kommen hier raus und rein, glaube ich. Ja. Ich denke schon. Gucken wir uns den mal an. Ja, der kam raus. Ragnarok Team mit der kompletten Truppe, das wäre super. Nee, spontan geht sowas nicht, aber wir sind 7, 8 Leute. Und die spontan herzubekommen, glaube ich nicht, dass es geht.
wir bleiben da, denke ich mal, bei einmal die Woche. Oder man kann es vielleicht mal planen, vielleicht mal eine Woche zweimal zu machen, ne? Aber dann so als Special dann halt, wenn wir vielleicht irgendwann mal was Spezielles in Ragnarok vorhaben. Aber ich denke, eine Woche reicht, an meiner Woche. Ja, das reicht schon für manche. Aber Luke, aber Ronny, wir können mal gerne privat auch einen Charakter machen. 153.000 Verkehrswert der Firma, Zielwagen 15.000, das haben wir um das Zehnfache erhöht. GG. Easy. Luke, ich hatte schon tausendmal gesagt, wenn du nicht mitspielen willst, musst du das nicht, ne? Und guck mal, die ganzen Luftballons hochfliegen. Weil die klatschen dann für einen. Und, Alter, hier. Guck mal, hier, die ganzen Luftballons. Pop, 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 pop. Spiel beenden. Nee, neues Spiel. Dann, dann, dann. Millenn, wir haben jetzt hier White Waters und Millennium Mines. Millennium Mines ist diese Map. Oh, die kenne ich als Kind auch noch. Die habe ich aber sehr selten gespielt auch. Da gibt es einmal so eine Mine, die komplett unnötig ist. Also die werden wir vielleicht abreißen oder neu bauen. Und bauen dann eine Mine rum, die dann hier einmal auch anhält, hier anhält und hier anhält. Die Map spielst du gerne, die Map hier? Die ist schön leer, ne? Die ist schön leer und sowas. Da kann man schön bauen. Kann man Platz dazu kaufen eigentlich? Nö. Die kann man nicht dazu kaufen. Also was ich direkt machen würde, verkaufen. Weil die bringt mir nichts. Nach West sei ja auch nicht schlecht, ne? Ja. Warum nicht, Luki? Warum nicht? Die Bahn bringt mir nichts. Ich meine, die macht doch kein Geld. Selbst wenn ich jetzt 2 Dollar machen würde, nach ein paar Stunden würde die sagen, nach einer Stunde ist zu teuer. Die gehört da rein. Finde ich nicht so. Wir bauen die neu. Auch tun wir den Park einmal schließen. Wir bauen da lieber eine Achterbahn rein, die hier so über die ganzen Sachen durchgeht. Ne? Einmal gibt's Finanzierung. I'm your YouTuber Daddy. Einmal geben wir auf Finanzierung und sagen, das weg, das weg. Was haben wir für Läden? Was haben wir für Läden? Oh, Läden müssen wir finanzieren. Zuerst Läden. Wir brauchen dringend Läden. Alle so ein Abräumer, alle raus hier, alle raus, Leute, alle raus, die brauche ich nicht. Kunden, widerlich. Nicht ihr, ihr seid Zuschauer. Zuschauer brauche ich. Meine süßen können die sich mal beeilen? Oder wie lange die brauchen? Das passt schon so. So, es gehen die Kunden, die Kunden. Ja, die Kunden gehen jetzt quasi hier so lang und haben dann direkt hier einen Zug. Stopp, es ist eine Achterbahn, es ist kein Zug. Ein Zug, der sie befördert. Einmal nach hier ganz hinten. Zu hoch für die Stütze, weil da ein Loch drin ist. Immer noch, was ist da für ein Loch drin? Hat ein Loch. Dann gehen sie quasi hier so lang.
und können hier aussteigen. Und dann fahren sie weiter. Ein Stück höher. Ein Stück höher. Fahren sie hier lang. Einmal hier lang. Und könnte ich mal hier aussteigen. Hier ist alles okay. Zu hoch für Sitze. Oh Gott. Ich sehe schon, komm, wir werden eine Menge Geld lassen müssen. Für so eine scheiß Dingsbahn. Alter, so ein scheiß Zugstütze kann echt gar nichts. Oh, heute noch macht's so Spaß. Endlich wieder mal eine Lieblingsbeschäftigung. Ach, freut mich zu hören, freut mich zu hören. Dass es dir Spaß macht. Das freut mich. Dann machen wir die nächste Station hin. Und da gehen wir wieder nach hinten durch. Dann habe ich hier so eine riesen Bahn rum. Ich hoffe, die lohnt sich. Wenn die kein Geld einbringt, ne? Dann gibt es ja aber Tote. Upsala. So. Ein Ausgang. Ein und Ausgang. Ein und Ausgang. Ein und Ausgang. So. Die geht schon so, ne? Genau, zwei Züge, aber das ist ein bisschen scheiße. Aber passt schon. Jetzt muss ich eine relativ lange Schlange machen, dass die auch schon mal anstehen können. Während der Zug fährt. Ungefähr so die Länge ist okay. Dann baue ich jetzt hier. Den Weg zum Ausgang. Und verbinde das dann. Huch, das war doch so hoch, hä? Wo bin ich da? Ach so, okay. Mit damit, so. Genau. Dann machen wir jetzt aber einen Rundlauf einmal komplett außenrum. So ziemlich jetzt nicht genau die Ecken, aber ihr wisst, was ich meine. Damit wir hier am meisten Platz für die Leute haben kommen. Dass wir quasi einen langen Rundkreislauf haben. Ich sehe schon kommen, wenn ich fertig bin, haben wir diesen scheiß Zug hier und kein Geld mehr. Ich sehe es schon kommen. Also, ich werde ein bisschen runtergehen, weil, damit ich auch hier, wenn ich die Attraktion baue, nicht so komisch hochbauen muss. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Und hier kann ich vielleicht auf dem Boden bleiben. Das wäre vielleicht auch nicht so schlecht. So, jetzt sind wir hier quasi. Und können dann hier mit der Eisenbahn
Den Ausgang. Also wir werden da eh noch so Sachen hinbauen wie Attraktionen und so. Deswegen passt das schon. Überall kommen quasi Attraktionen hin. Wir bauen den Park hier schon mal vor, auf jeden Fall. Wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So. Hier am besten am Rand entlang, weil hier kann ich gut kleine Attraktionen hinschmeißen. Upsa. Nicht nach oben, gerade. Mensch und denn schon. Ist aber auch teure Aktion, die ich gerade mache. Und jetzt unter den Zug laufen. Geil. Da kann ich hier unten nochmal so ein paar Attraktionen bauen. Auch nicht schlecht. Gehen wir eins, zwei zur Seite und dann können wir hier hochgehen. Hier bleiben. Dankeschön, Angie, für die Headpads. Hier bleiben wir aber, denke ich mal, auf der Seite. Und würden dann quasi einfach nur hier so den Ausgang machen. Der Ausbrand kann ruhig hier so lang gehen. Dann mache ich hier noch ein paar Attraktionen hin. Ich könnte es auch unterirdisch machen, Moment. Wäre, glaube ich, geiler. So minenartig. Und dann hier wieder raus. So, jetzt ist das verbunden. Und wir können weiterbauen. Wobei der Eingang noch. Den Eingang sollte ich auch vielleicht auch lieber hier hin machen. Den baue ich voll cool unter hier drunter, wenn ich es hinbekomme. Ja. Geil. Dann baue ich das jetzt hier weiter. Gehe so ein bisschen runter. Zwei. Dann sollte das ja eigentlich hier connecten können. Ah, gerade war schon gut. Passt. Wunderschön. Wunderschön. Ich sag dir zu, der Zug wird erstmal $5 kosten. Mir scheißegal, was die Kunden sagen. 5 Euro. Hier können wir dann gerne drüber gehen, einmal so drüber gehen. Das ist eine Brücke. Sieht auch nicht schick, sieht auch schick aus. Gehen dann hier so hin. Gehen dahin. Huch, wo bin ich? Achso, ist wahrscheinlich höher, ne? Ja. Zack. Jetzt habe ich noch 35 Statuspunkte übrig und würde gerne Int und Look erhöhen. Int auf keinen Fall. Look kannst du auf 30 machen maximal. Int auf keinen Fall. Look ist 30, 30 okay. Aber mehr würde ich nicht raten. So. Information schon mal da, sehr gut. Nochmal 4. Jetzt machen wir den Park auf. Für $10. Angie, einen schönen guten Abend dir, ja. Vertrau mir, ey, Ronny, macht lieber erstmal Agi hoch. Agi 90 ist super wichtig. So, jetzt mache ich erstmal die ganzen Buden hier. Fressen.
Mir ist egal, ob der Eintrittspreis gerade so teuer ist. Die zahlen das oder kommen hier nicht rein. Ruffy, du Cutie. Also, Int bringt dir gar nichts, Ruff. Sound. Mein Gott, Ronny. Int bringt dir gar nichts. Oha, du hast 626.000 Waldknäuel. 626.282, lol. Auch witzig irgendwie. Dann baue ich nochmal hier einmal alles hin. Schön im guten Abstand, immer so ein bisschen was hinbauen. Da wir einmal alles haben, mache ich wieder Attraktionen rein zuerst. Wir haben nämlich alles Wichtige haben wir. Essen, Trinken und Informationen. Das ist mit einem das Wichtige, was wir brauchen. Das stimmt, Angie. So, dann bauen wir noch einmal hier alles hin. Alles wunderschön dahin bauen. Ich habe gleich kein Geld mehr für Attraktionen. Der chaotischste Anfang der Welt. Okay, da. Jetzt baue ich noch einmal hier hin. Und da muss ich ein Karussell und sowas bauen. Die billigen Sachen erstmal. Toilette und Fressbude. So, Fressbude ist auch da. Toiletten können wir vielleicht noch mal so zwischendrin bauen, weil ich nett bin. Da einen und da einen hin. Und dann bauen wir ein paar Attraktionen. Und zwar werde ich diese ganzen Kleinscheißdinger an die Kleinscheißecken bauen. Beispiel passt hier so ein Ding ganz, ganz super hin. Und direkt erstmal für 1,50 weil, oder 1,60 von mir aus. Weil das muss auch Geld bringen. So. Dann Karussell. Den baue ich da von mir aus hin. Das ist so ein kleiner Scheißweg. Da kann ruhig Scheiße hin. Für 1,50. Dann. Das einzig Gute daran ist, dass es geile Musik macht. Bam, 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 badan, dadan, dadan. Das baue ich nach hier, so ein ganz Mini-Ding. Ist mir egal, ist du. Nach einer Zeit fährt damit eh keiner mehr. Deswegen muss ich davon nichts Großes bauen. Das ist mir zu schade. Ums Geld. Und um den Platz, ne? Wow, zu hoch für Stütze. Wow. So, jetzt gehe ich hier wieder runter. Dann kann ich schon mal reingehen. Das passt dann für mich. Ich bin bei 14. So, klein und süß. Brauche auch nichts zum Anstehen, wie ich finde. Machen wir erstmal für zwei. Muss sich ja lohnen, das Geld. Und wir haben schon zwei Besucher. Nice.
So, jetzt baue ich den Twister. Der kommt von mir aus hier so rein. Ah, da hätte ich aber schon eigentlich schon gerne einen kleinen Weg zum Anstehen. Also Ausgang kann hier hin, der Eingang hätte ich gerne da. Ronja, 3000 war Knall. Was soll? Ach, was soll's? Ah, was soll's? Ronny, was soll's? So, machen wir den Müll da hin. Oh, Ronny, der hat einen Punkt hieß. Die Punkte haben wieder erwachsen, ja. Stahlgerüst Achterbahn. Ja, Achterbahn, so weit sind wir noch nicht. Ich baue jetzt erstmal das Ding hier hin. Das kann ruhig ein bisschen mehr Platz verbrauchen. Ich würde sagen, wir machen das Ding hier hin. Heieiei. Wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, ich baue es jetzt auf diese Höhe. Solange es geht, damit auch viele mitfahren können. Und dann baue ich das Ding einfach so ein bisschen chillig. Vielleicht gehe ich erstmal runter. Und dann zwei so. Danke für die Headpads. Danke, danke, Ronny Schmoney. Was macht nix, Ronny? Ich hoffe, es ist alles gut. Du Cutie-Line. Baumrutsche im Weg. Ah, nicht nur Geld, natürlich. Ich habe doch nicht viel, um Geld zu machen, was mein Problem ist. Ich gehe hier schon rein, ist mir egal. Man muss nicht immer die krasseste, längste Bahn der Welt haben. Das reicht schon, was hier ist. Das lenkt. So, zack. Jetzt ein Ausgang. Eingang hier, Ausgang da. Offen und machen es für 4 Euro. Da ich die Punkte verloren habe. Ja. Das sind schöne Punkte. Ich muss ein bisschen aufpassen. Sind ja nur Wolken, keine Kanalpunkte. Ja, Wolken sind auch wichtig. Ich weiß, dass wir es nicht erreichen können. Danke für die Info. Was sagen die eigentlich zum Zug? So viel bezahle ich nicht. Na, 3,50. Oder 3, komm. Immerhin fährt euch das nach links und rechts, ne? Weißt du, die wollen niemanden Preise haben, die ich hier mache. Bam, badam, badam. So. Gold, genau, ganz viel Gold. Als nächstes wäre das Ding gar nicht mal so schlecht. Und zwar hier rein.
Oh, ich bin im Minus. Mittlerweile ist doch mein Park schon $20 wert, oder nicht? Würde ich schon sagen. Ich brauch generell mal so ein paar Leute. Ich kann mal drei Putzis reinmachen. Das Gute ist, ich muss die wenigstens nicht darauf trimmen, dass die nicht Rasen mähen sollen. Immerhin. Dann kann ich schon mal zwei Handwerker bauen. Ein Aufseher und ein Entertainer. Ich glaube, dann ist erstmal okay für sie jetzt. Dann haben wir immerhin so ein bisschen was. Schlimmer war das eigentlich heute Morgen für nichts. Ah, Ronny. Ich weiß immer nicht, wofür du Geld ausgegeben hast, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung. Was du da gemacht hast. Ich will mehr Geld leihen. Mehr Geld leihen. Stromschnellen. Kurve, Kurve. Whirlpool. Wasserfall. Na komm. Ich sag immer, dass die gleichen Quests auf der linken Seite am Questschalter sind. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wo du überhaupt warst. Ne? Also. Minus 130 Euro. Jetzt müssen wir kurz mal warten, bis wir Geld haben. Dan, 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 dan. Ist das Ding immer zu teuer für euch oder was? Ja, so viel bezahle ich nicht. Mein Gott, da wo wir beide uns gestern Abend die gleich festgeholt haben, bei der Erdengruppe. Rutschspirale, die Rutsche ist nice. Das kostet $4, nichts mehr. Scheinbar sind die leicht auf der rechten Seite. Kannst du mir morgen mal zeigen, weil ich habe da überhaupt keine Ahnung, weil eigentlich kannst du keine Quests annehmen, die zu hoch sind für dich normalerweise. Twister, was ist damit? Ich möchte was aufregen. Was ist damit? Ist teuer oder was? So viel bezahle ich nicht. Dann mache ich ja für drei. Ist auch noch okay. Rein da jetzt. Für $3 kommt. Gibt's doch nicht. 2,50 irgendjemand kommt. Ich möchte es aufregenderes machen. So viel bezahle ich nicht. Okay, dann machen wir für zwei. Wie sieht es damit aus? Da gehen sie rein, gerade für vier. Das ist gut. Dam, da, dam, dam. Oh. So, was brauche ich denn jetzt? Eigentlich wäre schon. Rutschspirale, genau. Zeit für die Rutschspirale. Die baue ich irgendwo hin, wo ganz wenig Platz nur ist. Warum nicht? Für $2? Unbegrenzt fahren. Mal 5 Leute. Und jetzt?
den Eingang und den Ausgang bauen. Wunderbar, das passt. Da geht direkt jemand rein und rutscht da. Jawohl, er rutscht wunderschön. Okay, ist das so teuer für euch oder was? Nee, sie möchten das Aufregenderes machen. Geht er jetzt rein? Ich hab halt noch nicht so viele Leute. Oh, 202 Besucher, aber so viele kommt mir gar nicht vor, ne, eigentlich. So viele kommt es gar nicht vor. Weil der Park auch sehr groß ist, ne? Das könnte auch ein Problem gerade sein, aber ist egal. Eine Achterbahn, die ich bauen kann, ist Shuttle Loop. Die ist nicht so teuer. Muss ich aber trotzdem ein bisschen warten. Die könnte ich hier hinbauen. Sobald ich 1200 habe. Da die anderen Spieler im Ameisennetz zu faul zusammen sind, eben 6000 Teddys gemacht. Je Verlust von heute Morgen wieder eingeholt. Ist doch süß. Du bekommst sogar einen Skill, Ronny, wenn du dir den Skill holst, dann kannst du mehrere Sachen auf einmal looten. Auf dem Boden. So eine große Sache, sogar mehrere Sachen auf einmal quasi. Ja, stimmt schon. Ein bisschen mehr Eintritt. Damit wir keiner fahren. Aber auch noch keine Gedanken. Ich glaube einfach, dass es zu weit weg ist. Hi Foxy, wie geht's dir? Na? Wie schön, dass du reinschaust. Mein Sissi Wissi. Ich habe gleich genug Geld, Leute. Für den Shuttle Loop. Ich glaube, ich baue den mal so zwei höher. Na, eher so. Dankeschön, Matti, für die Petfets. Wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Ich freue mich, dich zu sehen. Shuttle Loop 250. Ja, Shuttle Loop ist immer eine sichere Einnahmequelle, genau. Da fahren sie mit und die geht super schnell. Das ist schon sehr krass. Zumal ich momentan eh Geldprobleme habe. Ja, ja, ja. Hi Foxy, wie geht's? Ja, Foxy, genau. Und Matti, wie geht's euch beiden? Na, ihr Süßen. Ich bin froh, dass ihr da seid. Ich hab halt den Park vorgebaut schon mal. Und ja. Ne? Das Ding ist halt, dass ich sehr viel Geld ausgegeben habe für diese Bahn hier und für die ganzen Wege. Und für das Essen und Trinken und sowas. Sorry, dass ich die letzten Tage nicht so aktiv bin. Ich zocke aber gerade viel mit meinem Vater zusammen. Alles gut, kein Problem. Zocke euch mit deinem Vater. Die Schiffschaukel, die ist klein, wendig und supidupi. Die können wir ja hier zum Shuttle Loop bauen. Shuttle Loop. Oder hier hin? Hier hin könnten wir sie auch bauen. So sneaky hier hin. Da könnte eh nichts anderes hin. Oh, scheiße. Ich kann ihn. Ja. Ja. Machen wir das so. Dann machen wir die Schiffschaukel. Und die Schiffschaukel. Oh, verdammt. Das war nicht gewollt. So. Machen wir sie auf. Machen sie für 1,50 $. Und sobald sie schreien, zu teuer, mache ich es billiger.
Nice, die Wunde ist wieder aufgegangen. Oh nein, pass doch auf. Aua, aua. Wunden tun doch weh. Ich möchte was Aufregenderes machen. Ich glaube, ich mache für 3. Vielleicht gehen sie dann eher rein. Vielleicht ist die 8. Vielleicht war noch zu kurz. Aber eigentlich nicht. Ich mache die mal für 3. Ich muss Geld verdienen. Da gehen sie rein, da gehen sie rein, da gehen sie rein. Da gehen sie zwar rein, aber nicht so viele gerade. Ich habe noch nicht genug Besucher gerade, ne? Zieht nur leicht, oh, aua. War heute auch bei meinem Vater im Hospiz. Wer weiß, wie lange er noch lebt. Heute ging es ihm halbwegs gut. Andere Tage, sie liegt dann noch im Bett. Oh, Ronny. Ja. Ich hoffe, er lebt noch bis 1000 Jahre alt. Keiner will damit fahren, das ist echt traurig. Ich glaube, ich baue die doch mal ein bisschen länger. Zu hoch für die Stütze. Hab die Idee. Jetzt baue ich hier komplett mal nach unten. Upsa. Dann, hallo? Damit hier mal hier richtig Spannung reinkommt. Und dann wieder hoch. Ich baue sie gerade falsch rum, deswegen ist das so komisch. So, jetzt muss ich noch so Special-Sachen hinbauen. Hier mal vielleicht so eins mit Wasserfällen. Hier eins hin mit Whirlpool. Hier oben, wo es ganz hoch ist, machen wir einen Wasserfall hin, einen Strom stellen sollen. Perfekt, jetzt machen wir mal auf und hoffen, dass hier das reingeht. Ist halt, wenn man Krebs hat, kann man nicht ändern. Oh, Krebs ist natürlich eine Scheiße, ja. Ja. Da rutschen sie auf jeden Fall sehr fröhlich mit. Hier sind sie auch sehr gut dabei. Wie sieht es damit aus? Sieht da noch gut aus. Die Bahn sieht auch sehr gut aus. Das sind gerade eben schon gefahren mit. Wir bezahlen nicht für Autofahren. Ja, Autofahren ist ja auch scheiße. Wer will denn schon Auto fahren? Danke fürs Ärchenkreid, Tortenspieler. Dankeschön. Die Schiffschaukel haben wir gebaut. Das haben wir. Das Mäuse-Ding ist auch eine sichere Einnahmequelle. Deswegen bauen wir die mal hier so hin. Solange es geht und dann geht's runter. Und wieder hoch. Und wieder runter. Und wieder hoch. Und wieder runter. Danke fürs Kraut, Süß. Dankeschön. So.
Was, wo bin ich da? Mini-Achterbahn, die ist ja super. Danke für die Headpads, danke schön, Ronny. Danke und Waffi, danke schön, ihr Süßen. Danke für eure tolle Unterstützung. Jetzt bauen wir hier erstmal testen. Ob die auch so geht, wie wir es wollen. Wie einfach das Ding, das alles am Ende kommt, ne? Aber ich denke mal, die ist schon ganz okay eigentlich. Die können wir so bauen. Kostet 3 Euro. Jetzt ist mir nur wichtig, dass dann die Wartezeit minimiert wird. Auf eine Sekunde. So. Oh, wobei ich sollte vielleicht den Eingang lieber da vorne hinbauen, wo auch der offizielle Weg ist. So. Der sauberste Park im Land, danke schön. Ist vielleicht ein sehr langer Weg, ne? Aber ist egal. Sehr langer Anstehweg, aber ist nicht so wichtig. Ah, jetzt regnet es halt. Jetzt kann ich nicht sehen, ob die damit fahren wollen oder nicht. Weil es regnet. So, nächste Attraktion wird sein. Die Holzachterbahn, aber die ist jetzt relativ teuer, ne? Die Mini-Achterbahn erstmal. Die bauen wir Mini hier so hin. Am Eingang. So, direkt nach oben. Bam, 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 da, 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 da. Oh, das ist mega teuer, ne? Ah, diese Kurven sind mega teuer. Die letzte, dann gehen wir runter. Dann nochmal ein bisschen hoch. Dann vielleicht nochmal so rein. Und dann hier hinten wieder rein. Ein riesiges Dankeschön an Magnum Break, machten mit meinem Zauberer alle Eier kaputt und lässt alles liegen. Ah, ich liebe solche Spieler, braucht nur noch das Einsammeln. Freut mich, dass es dir so viel Spaß macht, auf jeden Fall. Das freut mich wirklich, dass du da Spaß dran hast. Dum, da, dum, bam, bam. Dum, dum. Nee, links bitte. Dann machen wir so eine Kurve rein. Okay, wir sind so ein bisschen tiefer. Ein bisschen Speed aufbauen. Gehen hier nochmal in einen großen Kreis. Und dann können wir einfach reingehen. Dann denke ich mal, ist das eine gute Achterbahn. Auf 15. 15 ist gut.
Gib mir Geld. Dankeschön. Oh, es wäre so schön gewesen, wenn jetzt... Warte. Oh, es ist so ein schönes Ende dann. Ich bin eins zu hoch. Huch. Ich wollte einfach eigentlich auf 15 ändern. So, rechts rum. Und eine schöne lange Kurve ins Ziel. Eingang, Ausgang. Testen. Öffnen. Ich denke schon, dass sie klappen wird. 3. Ja, ich muss gleich ein paar mehr Leute einstellen, ich weiß. So, hier schön Schwung holen. Hier geht's nach unten. Und dann hier ist man schön mit Speed rum. Große Gatz, eine gute Achterbahn. Hat Schnelligkeit, hat Kurven und ist schön. Finde ich supi. Ich baue mal nochmal 2 mehr von denen. Und dann nochmal 2 mehr von denen. Mittlerweile läuft sie auch, ne? Mittlerweile läuft. 2 mehr von denen. Einmal so ein, einmal so ein. Wasserrutsche, nice. Und die Wasserrutsche ist immer sehr gefährlich. Also damit fahren sie auf jeden Fall sehr gerne, wie ich sehe. Gefällt mir. Freut mich. Ach, damit ist es wegen Preis oder was ist da los? Aber es regnet gerade wahrscheinlich. Ich bin schon wieder zu Hause. Wie geht's dir? Wie schön, dass du reinschaust. Man merkt vielleicht, dass Rollercoaster mir momentan Spaß macht, ne? Ich streame 2,5 Stunden, die habe ich nicht mal gemerkt. Ich habe nicht mal gemerkt, dass es fast 3 Stunden sind schon wieder. Habe ich nicht gemerkt, ohne Witz. Ne? Also Achterbahn so enden zu lassen, dass sie quasi nach oben gehen, so. Und anfangs runtergehen, ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. So kommen sie schön langsam an. Ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, ne, das so zu machen. Ja, es regnet halt gerade leider. Was ist damit? Wenn es regnet, fahre ich damit nicht. Okay. Badabam, dam, dam, badam. So viel bezahle ich ihn. Dann machen wir 2,50, komm. Na komm, 2,20. Ich bin mal Gönner heute. Aber kann sein, dass wir, wenn wir kurz Spiel wechseln, nicht ganz kurz, mich ganz kurz essen gehe für so eine halbe Stunde oder 15 Minuten. Damit ich das auch gemacht habe. Die Achterbahn möchte ich aber, dass die... wobei, die muss gar nicht untersucht werden, weil so schnell ist sie gar nicht. Die kann gar nicht kaputt gehen, glaube ich. Würde ich mal behaupten. Autofahren 1, ja. Wir bauen schon die nächste Achterbahn. Und zwar die hier. Wobei, das ist eigentlich ein großes Projekt, eher nicht. Dann bauen wir lieber keine großen Projekte, sondern lieber die Wasserrutsche. Was kostet denn der Dämon, der Demon Drop? Wenn ich ihn einfach so bauen möchte. Ich glaube, ich baue die. Das Problem ist nämlich bei dieser Bahn, dass sie so oft crasht. Und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen baue ich die jetzt einfach hier hin. Und sage einfach Scheiß drauf. Dann soll die Bahn sich selbst bauen. Und dann habe ich das Problem nicht, dass es den crasht.
Dann mache ich das für, so. Da fange ich vielleicht hier sogar schon an, einen Mittenweg zu bauen. Weil ich kann die Leute nicht nur außen rumlaufen lassen. Sonst habe ich das Problem, dass die irgendwann mal hier rumlurken überall und ja. Ich baue den Weg quasi zur Hälfte. Oder zum kleinen Teil, besser gesagt. Weil in der Mitte muss ich ja auch Weg haben. Dann quasi die in der Mitte so ein paar Attraktionen haben wird. Ich denke mal einmal so quer durch die Mitte. Und dann mache ich nochmal so Querstreben nach oben. Aber vielleicht nicht ganz so hässlich. Ich möchte, dass man die Achterbahn sieht. Ich glaube, ich gehe in den Untergrund, oder? Oder unter die Bahn durch hier, wenn es geht. Schade. Ja, ich weiß, dass Achterbahn 1 nicht repariert ist, deshalb okay. Muss ja auch nicht alles direkt passieren, ist ja auch okay. Die Mitarbeiter dürfen halt auch mal ihre Zeit lassen. Ein bisschen chillen. So, jetzt gehe ich ein bisschen tiefer. Und werde jetzt hier vorne wieder hochgehen. Dann habe ich quasi einen Weg, der so einmal quer durchgeht. Habe ich es erwischt? Ja, habe ich erwischt. Sehr schön. Okay, da unten müssen noch ein paar Mülleimer hin, ein paar Bänke hin. Und vielleicht dann in der Mitte nochmal so Essensdringerzeug. Die ganzen Putzleute mache ich beim nächsten Mal dann hier. Da habe ich jetzt keinen Nerv für, weil das muss ich, ist echt eine Arbeit immer. Ich baue jetzt hier noch so ein paar Sachen hin und dann können wir gerne was anderes machen. So, ein paar. Ein paar Bänke kommen mir auch noch ganz wichtig hin. Und hier mache ich, denke ich. Hallo? Wieso kann ich das nicht bauen so gut? Ach, wegen Untergrund, ne, glaube ich. Hier mache ich dann, glaube ich, das Essenszeug hin. Damit da auf jeden Fall gut was zum Sitzen ist. Einspurbahn, auch nicht schlecht. Wobei dies Müll, glaube ich. So, ich glaube, das passt dann. So, okay. Es passt dann so, denke ich mal. Was kostet die eigentlich gerade? $3. Immer 3,50. Gucken, ob sie da immer noch so reingehen. Ja, 3,50 geht auch noch. Wie sieht das hier aus? 2000 die Stunde, auch nicht schlecht. Ich glaube, ich kann mittlerweile meinen Park mal ein bisschen teurer machen. Wichtig ist, ich muss das Ding hier nochmal verbinden mit dem Weg jetzt. Also immer zuerst einem Eingang. Sonst habe ich da ein Problemchen. So. Na, ich will vielleicht hier ein, zweites nach rechts gehen, damit ich den Ausgang besser platzieren kann. Eins, zwei, gerade, dam. Wunderbar. Dann haben wir hier auch schon mal eine Attraktion, die gut ist. Da können wir hier hinten noch eine hinklatschen, daneben. Genau. Dann baue ich schon mal zwei neue Putzleute, die einfach nur rumlaufen. Oh ja, das ist schon krass hier, ne? Also hier ist recht, weil hier die Achterbahn ist. Alter, hier ist sogar Müll auf dem Boden. Stimmt, ich hab nirgends so Mülleimer hingebaut. Stimmt, da fällt mir gerade ein.
Machen wir am nächsten Mal. Ist denn Luke noch da? Ist denn Luke noch da, der Süße? Millennium Mind. Spiel speichern. Ist der Luke noch da? Leute, die sind wirklich super toll. Und Cageline zu du erst, Obercutie. Ich habe euch ja alle super gerne mit euch. Macht es einfach super viel Spaß. Und Cageline ist ziemlich mega unangenehm. Und ich komme immer wieder gerne hier und schaue dir zu. Oder höre dir zu. Wir